Moin Moin Freunde und herzlich willkommen zurück zu Trains in World 2 auf meinem Kanal und wir sind auf der Tees Valley unterwegs und sogar eine relativ lange Journey, die wir hier fahren. Wir werden nämlich, jetzt muss ich hier gerade mal was gucken, wir werden nämlich, wenn ich das richtig gesehen habe, Kohleschlepper spielen und das Ganze soll 60 Minuten gehen. Dann bin ich mal gespannt, was da auf uns zukommt. Die Tees Valley ist ja eine von den Strecken, die für den Trains in World 2 oder die letzte Strecke, glaube ich, die für Trains in World 2 noch nicht komplett vorbereitet wurde. Deswegen fehlt im Menü auch noch die, der Union Jack, also die Großbritannien-Fahne. Aber die soll ja nochmal nachgeliefert werden, irgendwann. Auf jeden Fall der Kohleschlepper und mit dem lustigen Gerät geht es los, die 837 ist das. Willkommen im Red Car Eisenerzterminal. Diese Kohle soll bis zum Rangierbahnhof Tees befördert werden. Kuppeln Sie ab und begeben Sie sich nach hinten. Okay, also wir sollen erstmal abkuppeln. Das machen wir. Und dann sollen wir wohl drumherum fahren. Das sollten wir auch hinkriegen. Die Lok ist ja schon fahrbereit, denke ich mal soweit. Wir machen mal kurz das Licht an. Also erstmal Schlüssel rein. Yep. Generalschlüssel an. Richtungswender auf vorwärts. Dann fahren wir erstmal nach vorne. Das war wieder eine schöne Traktorfahrt hier. Irgendwas bremst noch. Da war die Lokbremse wohl noch an. Wir probieren es nochmal aus. Wir nehmen die Leistung raus, lassen einfach rollen. Ja genau, da war die Lokbremse noch leicht angelegt. Deswegen hat der wohl gebremst. Und dann müssen wir gleich das ABS nochmal anmachen. Oh, falscher Knopf. So. Jetzt sollte das alles funktionieren. Ich glaube, auf der Tees Valley haben wir eh keine Sicherungssysteme. So, dann gehen wir mal die Weiche verstellen. So, und dann geht das Ganze rückwärts. Na? Nicht? Mal gucken, was ist jetzt dein Problem wieder? So, wir gucken mal. Hallo? So, jetzt rückwärts. So, die Kreuzung hinter dem Wagen, also da fahren wir dann einmal hin. Oh, wir sind hier sogar ein bisschen abseits der Strecke mal. Ja, wie cool ist das denn? Ist auch was Neues. Ja, Leistung aufgeben brauchen wir nicht. Die 10 km hält er ja. So, müssen wir die Kohlewagen noch befüllen oder? Oh, die sind tatsächlich noch nicht voll, die müssen wir gleich befüllen. Das ist cool. Ich glaube, wir haben in der Lok sogar eine Langsamfahrtaste, wenn ich mich nicht irre. Genau, da ist die Langsamfahrsteuerung. Die werden wir wohl gleich benutzen. Ha, cool, endlich mal was Neues hier.
Klingelt Telefon wieder. Kommt mir so langsam vor. So, hier erstmal ein bisschen rangieren, Kohle beladen und dann das Ding nach Thies fahren. Ist ja wunderbar. War richtig schöne Abwechslung hier. Muss gleich aber nochmal den Führerstand wechseln. So, stehen wir drin. Wollen wir die Weiche einmal umstellen? So, vor den Kohlewagen sollen wir einmal anhalten. Das kriegen wir auch noch hin. Ein bisschen Gas geben. Dann bin ich mal gespannt, wie das mit der Langsamversteuerung funktioniert. Und ob das funktioniert. Wundert mich, dass das DSD nicht funktioniert. So auch nicht. Okay. Also kein Totmannschalter hier. So, kuppeln Sie jetzt an diese Waggons an, fahren Sie bis die Lokomotive die Waggons berührt, klettern Sie dann runter und verbinden Sie die Kupplung manuell miteinander. Das sollten wir wohl mal hinkriegen. Wir gehen wieder in die Außenansicht, damit wir nicht also das Ganze nicht überpuffern. Sonst wird beim Ankuppeln der Wagen wieder aus der Schiene springen, das kennen wir ja schon. So, das passt so. Wir steigen aus. Kuppeln den ganzen Spaß an. So, die Zugbremse ausschalten. Nee. Warte. Herunterfahren, so. Richtungswende auf aus. Schlüssel rum. Ja. Hallo. Hallo, ich würde gerne den Schlüssel hier außen. Hallo? So geht das jetzt nicht. Ich krieg den Schlüssel nicht gegriffen.
jetzt haben wir ihn aus. So, wunderbar. Setzen Sie sich auf den Lokführersitz. Also, andere Seite. Wir machen mal hier nochmal das Licht aus. Und machen dieses Ventil hier nochmal zu. Haben wir hier irgendwo einen DSDS-Knopf? Muss ich gleich mal gucken. Irgendwo die Zugsicherung. Das mag gleich auch drüben auf dem anderen Führerstand. So, was? Lampen haben wir keine. Dann steigen wir ein. So, Sicherungsschalter normal. Vakuumpumpe. Bremsausfallschalter. Kompressorwechselschalter. Aber ansonsten haben wir hier oben nichts zum Einstellen. Außer jetzt natürlich hier oben die Isolierung gleich. Aber das machen wir. Wir rüsten jetzt erstmal auf. So, 1,6 mph haben wir gar nicht. Auf 1 mph. Achso, 1,7 km/h. So. Lösen Sie die Lokomotivbremse. Warte. Machen wir. Und stellen Sie den Richtungswender auf vorwärts. So. Bewegen Sie die Wagen unter den Lader, damit sie alle gleichmäßig befüllt werden. So, jetzt soll er 1, nee. Doch, eine Meile pro Stunde soll er jetzt fahren. Bewegt er sich denn? Irgendwie bewegt sich da nichts. Weil irgendwas wieder bremst. Was bremst denn jetzt? So, das Ding ist auch fahrend. Die Lokbremse ist auch gelöst. Aber was bremst denn jetzt hier? Irgendwas ist gebremst. Irgendwas bremst. Aber was? Probieren wir es nochmal. Irgendwas bremst noch. Müssen wir kurz nochmal nach hinten. Gucken, ob da nochmal irgendeine Bremse angelegt ist. So, das Ding ist heruntergefallen. Ja, die Lokbremse auf der hinteren Seite war angelegt. So, Problem gelöst. Jetzt können wir losfahren. Jetzt sollte das Ganze funktionieren. Ja, jetzt funktioniert's. So, dann wollen wir mal Kohle beladen hier. So, und dann können wir uns mal kurz hier mit Knöpfen beschäftigen. Aber scheint es nichts zu geben hier. Guck mal, wo wir ein schönes Bild machen können hier. Lass mir das mal reinkommen.
Und wie viele Wagen sind denn das eigentlich? Können wir hier gucken. Da sehen wir 17. Aber wird einen Moment dauern, bis wir hier durch sind. Jetzt weiß ich auch, wo die 60 Minuten herkommen. Aber er hält die eine Meile, das ist sehr schön. Das funktioniert ja bei Trains in World nicht immer so gut. Die sehen beide ziemlich beschissen aus da vorne, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Er guckt immer so ein bisschen hin und her. Oh, meine Güte. Also die NPCs hier sind wirklich nicht die schönsten bei Trains in World, das muss man ganz ehrlich mal sagen. So, jetzt geht's los. So, ist der erste Wagen eigentlich voll? Ja. Also hinten, hier wird jetzt nichts mehr beladen. So, mal gucken, was für ein Thumbnail ich nachher nehme. Das wird jetzt auf jeden Fall ein bisschen dauern, bis wir hier durch sind. So, dann schauen wir uns mal die Befüllungsanimation an. Wie die sich so macht. Ui. Gehen wir hier nochmal hin, gucken uns das von da nochmal an. So. So, er macht beide Kammern gleichzeitig voll. Okay, das ist nicht sehr realistisch, aber anders wahrscheinlich nicht darstellbar, weil das ja eine Plane ist, die da. Das ist ja wie beim Landwirtschaftssimulator. Aber lassen wir mal gemütlich weiterfahren. Und derzeit zapfe ich noch einen Kaffee. Aber wird einen Moment dauern, bis wir hier durch sind. Dann kann ich an der Stelle vielleicht nochmal für alle neuen Zuschauer unter euch erwähnen, dass wir den Discord haben, in dem ihr abstimmen könnt, was für einen Livestream wir am kommenden Sonntag, den 30. Mai spielen. Also auf welcher Strecke wir da unterwegs sind. Und dann bin ich ja schon fast im Urlaub. Also ich fahre nicht weg, ich bin eine Woche zu Hause. In der Woche werde ich dann mal vermehrt Livestreams machen und es werden 3 Server an den Start gehen. 3 verschiedene Spiele. Vielleicht sogar 4, da muss ich aber nochmal gucken. Also 3 Server werden auf jeden Fall an den Start gehen, an denen ihr mitspielen könnt, die dann mit dem Livestream eingeleitet werden.
Wie viel haben wir denn? Ein Viertel müssen wir noch machen. Und dann können wir langsam losdüsen. Fliegen wir doch nochmal nach hinten und gucken uns nochmal. 4 Wagen sind es noch, also nicht mehr viel. Ah, sehr cool, dass wir mal ein bisschen was aus der Reihe machen können. Ein bisschen Kohle verladen ist auch mal ganz nett. Vielleicht gibt es ja dafür sogar ein Achievement. Auf Sandpatch Great gibt es da, glaube ich, ein Achievement, wenn man eine bestimmte Anzahl an Kohlewagen beladen hat. Das war der vorletzte. Damit sind alle Wagen beladen, bringen wir diesen Zug zum Rangierbahnhof Thies. Okay, das heißt, ich darf jetzt schneller fahren, oder was? So, stellen Sie den Leistungshebel auf aus. Nee, Leistungshebel ist hier. So, einmal den auf 100. Die Langsamversteuerung auf aus. Machen wir auch. Lokbremse wieder lösen. Und dann geht er los. Fahren wir raus hier aus dem Eisenerzterminal. Ist das Eisenerz? Das sieht aus wie Kohle, was wir hier geladen haben. Ein bisschen Leistung müssen wir da lassen, damit der Motor nicht immer hochfahren braucht. Wie viele Tonnen haben wir denn jetzt? 1400. Mit der kleinen Diesellokomotive hier. Ich weiß gar nicht, wie viel PS die hat. Was ist denn das? Class 37 5AX. Das sind ja Sachen, die ich ja inzwischen euch immer auch so ein bisschen mitgebe. Dann gucken wir doch mal. Die Class 37-5. Hat 1300 kW, also 1500 PS circa. 145 km/h Höchstgeschwindigkeit, eine Anfahrzugkraft von 247 kN. Und das Ding hat 3 angetriebene Achsen, COCO. Also pro Drehgestell. Also C steht für 3 Achsen und O heißt, dass alle 3 meine ich zumindest, dass die Achsformel so war. C heißt 3 und O heißt angetrieben, genau. Können wir mal eigentlich auch nochmal nachgoogeln. So. Also. Grundsätzliche Zeichen. Anzahl der vorlaufenden und nachlaufenden Laufachsen A, B, C ist klar. So. Anzahl der gekuppelten bzw. gemeinsam angetriebenen Achsen. Also CO steht für alle 3 gemeinsam angetrieben. So. Habe ich richtig gesagt. Richtig im Kopf behalten. Habe ich mir mal irgendwann durchgelesen. Ich muss mir aber nicht immer alles merken können. So, wir sind auf dem richtigen Weg. Die Weichen stehen auch so, wie sie sein sollen. Und dann fahren wir mal nach Thies. 24 Minuten sind wir jetzt schon unterwegs. 60 Minuten soll das Szenario gehen. Das heißt, die gute Hälfte ist jetzt nur Kohle beladen gewesen, aber das stört mich gar nicht. Im Gegenteil, freut mich sogar, dass wir mal ein bisschen was anderes machen. Aber Führerstandsheizung brauchen wir nicht.
Ist ja Frühling. So, weit ist es nicht mehr. Und dann können wir endlich mal Fahrplan oder ein bisschen schneller fahren. Jetzt sind wir aber schon wieder zu schnell. Dann schalte ich mal ab und lasse ihn mal langsam rollen, dass er die Geschwindigkeit abbaut. Sonst kriegen wir wieder Abzüge in der B-Note. So, anhalten sollen wir da vorne nicht. Mit der Lokbremse mal ein bisschen gebremst, das Ganze machen wir natürlich in der Realität nicht so. Unschuldig gucken, tue ich jetzt gerade. So, und dann sollten wir da vorne jetzt gleich ein Ausfahrsignal haben, was aktuell noch auf Rot ist. Okay. Den machen wir aus. So, auf Signalwechsel warten. Dann gucken wir mal, was sich hier auf der Strecke tut. Dort kommt noch ein anderer Zug. Da ist er. Vielleicht sehen wir den sogar. Kann man den Sitz hier hoch und runter machen? Ja, geht. Jetzt sitzen wir ein bisschen tiefer. Sehen wir da hinten irgendwas? Da ist er. Jetzt sitzen wir aber sehr tief, oder? Na komm, ich stelle ihn wieder hoch. Schade, dass das DSDS nicht geht. Warten wir mal auf ein grünes Signal hier vorne. Steht denn hier eigentlich drunter? Keine Ahnung. So, wenn der Regio den Block freigefahren hat, müssten wir hinterhergehen können. Da ist das nächste Hauptsignal. Also geht gleich los. So, Halt erwarten. Jetzt ist grün. So, erstmal müssen wir uns noch an die 10 mph halten. Vorne ist das nächste Hauptsignal auch schon auf Fahrt. Sieht man das auf dem Bildschirm? Ja.
So, und die Regio ist weg. Wunderbar. Wo fahren wir denn ganz hin? Da fahren wir über. Okay. 30 Minuten haben wir jetzt voll. Und sind noch nicht mal auf der freien Strecke. Okay, bin ich mal gespannt, ob wir annähernd an die 60 Minuten kommen. Ein bisschen mehr darf es natürlich auch sein. Weiß ja nicht, wie ihr das findet, dass ich meine Livestreams, Videos tatsächlich immer pro Szenario mache. Es gibt ja andere YouTuber, die dann eine so eine Fahrt in 4 Teile aufschneiden würden. Immer so 20 oder 15 Minuten. Ich meine, natürlich könnte ich so mehr Kohle scheffeln. Weil ich dann ja statt ein Video 4 Videos hochladen kann. Aber ich finde das unschön, wenn man so eine Szenarien mittendrin abbricht. Oder ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ist ja für euch dann auch doof, wenn ihr 4 Tage warten müsst, bis ihr so ein blödes Szenario gesehen habt. So, dann wollen wir mal. Ab auf die Autobahn. Oh, 25 nur. Wenn wir hier abbiegen. Machen wir mit der Lokbremse. Gehen wir kurz runter. So, da wartet meine Regio auf uns. Muss auch mal sein. Und wir haben hier Sicherungssysteme. Da vorne ist ein Magnet, ein ABS-Magnet. Ah, falscher Knopf. So, einmal gelb. Dann lassen wir ihn erstmal rollen, bis wir das nächste Hauptsignal sehen können. Welches da noch rot ist. So, da hinten sehe ich schon einen schwarzen Balken. Das müsste das Hauptsignal sein. Ist aber auch umgesprungen. Es ist gelb. Ich sehe es. Dann geben wir mal Gas. Jetzt ist es grün sogar. Oder? Ist es grün? Das ist grün, ja. So, die Sonnenblume geht jetzt aus. Eine kaputte Lampe. Die müssen wir hier auf der Strecke, glaube ich, sogar reparieren eigentlich. Ich
Schon wieder einen verkehrten Knopf. Ich drücke mal meine PZB-Taste. Weil auf den anderen englischen Strecken wird ja eine andere Taste benutzt, für das AWS zu bedienen. Auf der neueren englischen Strecken, nicht auf den anderen, sondern auf den neueren. Die Tees Valley ist eine relativ alte Strecke. Es ist auch schon 3 Jahre, glaube ich, da auf dem Markt. 2 oder 3 Jahre. Nicht gut. Ah, das sollte reichen, dass wir vorher zum Stehen kommen. So, wollen wir die Lokbremse mal anlegen? Wir sind leicht im Gefälle. Dann die Regio, die fährt da jetzt natürlich erstmal noch eine ganze Ecke vor uns her. Also wir werden jetzt öfter mal zum Stehen kommen noch. Ist hinter uns irgendwas? Nö. Da wäre jetzt auch nochmal Collectible gewesen. Nächstes Hauptsignal. Zeigt dann hoffentlich mal Fahrt wieder. Ich räume mal ein bisschen gemütlicher hier. Hat ja keinen Sinn, wenn ich da jetzt mit 50 hinterhergehe und die ganze Zeit zum Stehen komme. Dann lieber ein bisschen langsamer fahren, weil ein Zug, der rollt, ist immer einfacher wieder auf Geschwindigkeit zu bekommen, als hier ein Zug, der steht. Weil bei dem Radschienesystem ist die Überwindung der Trägheit aus dem Stillstand heraus die größte Kraft, die überwunden werden muss. Und wir haben wieder Fahrt, Halt erwarten. Da will man die Hand nicht dazwischen haben, oder? Da. Wollte mal gucken, ob wir die Erfahrungspunkte vielleicht noch nicht mitgenommen haben. Aber haben wir anscheinend. So, am Bahnsteigende zum Stehen kommen, das würde ich mir jetzt gefallen lassen. Dann können wir nämlich da vielleicht das ein oder andere Collectible sammeln. Jetzt ist er umgesprungen da vorne. Lösen wir die Bremse wieder. Wir biegen ab.
Wo fahren wir denn hin hier hinten? Da ist eine Weiche. Dann müssen wir aber die Regio eigentlich gleich auf den Füßen haben, oder? So, Middlesbrough ist unser nächster Punkt, an dem wir vorbeifahren. Fahren wir noch weiter rüber? Nö. Was sagt das Signal da vorne? Erstmal noch gar nichts. Ich glaube, wir sind jetzt auf der Gütertrasse, oder? Guten Tag, Servus. Grüezi. Die Lokbremse ist immer noch leicht angelegt. Warum auch immer. Das Problem kennen wir ja noch aus dem Taurus. Jetzt ist sie komplett gelöst. Und wir haben Fahrt da vorne. Also sehr aufregend ist das hier alles wieder nicht. Ja, das kennen wir von der Tees Valley ja schon, die Güterzug-Nummern, die sind hier immer relativ unspektakulär. Jetzt abgesehen von der Kohle beladen am Start natürlich. Aber besser so, als wenn wir wirklich nur stur geradeaus fahren. So, 2,5 Meilen bis in den Rangierbahnhof. Und fahren wir sogar bis in die Ausfahrgruppe rein. So, die Ausfahrgruppe. Das hier wäre die Sortiergruppe. Da ist der Berg. Gehe ich mal von aus, dass das hier der Berg ist. Hier sind die Richtungsgleise.
Sondern nicht wundern, dass das Zeichen anzeigt, dass es für uns bergab geht. Oder bergauf. Es geht bergab, weil wir mit der Lokomotive rückwärts fahren. Also so in der Theorie. Das könnt ihr immer sehen, wenn ihr ins, hier in das Übersichtsmenü geht und die Spitze in die entgegengesetzte Richtung zeigt. Dann sind hier nämlich auch beide Sachen immer umgedreht. Ihr seht das auch, dass wir hier schneller werden. Ne? Wir müssen jetzt gleich auf die 20 hochspringen, obwohl ich kein Gas gebe. Das ist in dem Spiel leider noch ein bisschen blöd gelöst. Weil das Spiel nicht checkt, ob die Lok jetzt vorwärts oder rückwärts fährt, anhand des Richtungswenders. Blöde direkte Bremse, die löst hier nicht richtig. Jetzt ist sie richtig gelöst. So. Also wirklich sehr unspektakulär das Ganze. So, eine 2 steht dort oben. Uiui, was ging jetzt ab? So, die 15 mph haben wir. 1,7 Meilen. Mit 15. Bleibt schön gemütlich das Ganze. So, jetzt sind wir in der Einfahrgruppe. Oder an der fahren wir sogar dran vorbei, da fahren wir gar nicht direkt rein. Oh, guck mal, eine Klasse 20. Die werden wir uns demnächst auch nochmal wieder zu Gemüte führen. Da haben wir noch gar kein Szenario von abgeschlossen. Wo ist sie denn? Die Klasse 20 ist in 3 Tagen dran, tatsächlich. Und ich liebe die ja, weil die, ich finde die unglaublich hübsch, die Lokomotive. War ja ein DLC, ein einzelnes, für 13,95. Werde ich euch dann verlinken, sobald das Video da ist. Habt ihr das in der Videobeschreibung mit drin, könnt ihr bei Steam dann bestellen.
So, 0,8 Meilen noch. Ich gebe noch mal ein bisschen Gas. Alter, warten. Hat so ein bisschen was vom Schrottplatz hier, der Rangierbahnhof. Wenn man mal so von oben guckt. Okay, einen Berg haben wir nicht. So, fahren wir eigentlich aufs richtige Gleis? Das sind alles Handweichen, ne? Ja, ist alles richtig eingestellt. Alles tatsächlich Handweichen. Also hier hat der Lokführer ordentlich was zu tun, wenn er hier reinfährt. Dann haben wir es geschafft. Sind wir in Thies angekommen. Und wir sind bei 54 Minuten. Also nicht ganz 60 Minuten geht das Ganze. Mit meinem Gesabbel gleich bestimmt nochmal eine Minute länger. Aber was ist denn jetzt schon wieder hier? Irgendwelche E-Mails. Bei Disney Plus demnächst verfügbar. Ja, ja. Nicht wundern. Ich habe alles drei. Amazon, Netflix und Disney. Das braucht man als Lokführer auch, weil man viel Gastfahrten hat, viel rumsteht auch mal, wenn irgendwo Zwischenfälle sind als Güterzuglokführer, und da braucht man halt ein Videoprogramm. Ich gucke mir jetzt gerade nochmal Breaking Bad an, das war das schon wieder so lange her, ist 2012 oder 2013 habe ich es erstmal alle 5 Staffeln geschaut. Dachte ich mir, mache ich jetzt nochmal. Weil South Park gibt es bei Netflix nichts und bei Amazon kann ich irgendwie nur 5 Folgen runterladen. Warum auch immer. Angekommen! Hallo, was gibt's denn da Schönes? Wir haben 6.446 Punkte, eine hübsche kleine Goldmedaille gibt's dafür und der Ramagani ist bald auf Level 100. 8,382 Millionen Punkte. Ich würde sagen, wenn euch das gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr und in den Discord könnt ihr kommen, um auch noch mitzuvoten für den Livestream am 30. Mai. Und abgesehen davon unterhalten wir uns dort auch über ganz viele andere lustige und spannende Themen. Der Link dazu ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns dann morgen um 18 Uhr mit der nächsten Folge Trainsim World 2. In dem Sinne ein reingehauen. Tschüss.